Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Blue River. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und heute geht's weiter. Heute werden wir uns ein wenig wieder um den Stau kümmern müssen. Ich habe nämlich gesehen, dass durch unseren Umbau von dieser Brücke hier, von dieser größeren, die Zufahrt wohl sehr lukrativ geworden ist in die Industrie und durch diese Kreuzung, wo halt die Brücke anschließt im Industriegebiet, da haben wir schon einen ordentlichen Rückstau. Und ich möchte mal gucken, was wir da vielleicht so ein bisschen machen können, damit das natürlich auch läuft, weil hier sind wir eigentlich soweit auch durch und fertig. Das heißt, wir können mal schauen, dass das besser funktioniert, damit wir natürlich auch ein wenig mehr Geld verdienen. Weil natürlich mit Stau verdient man halt auch weniger Geld, weil die Leute halt einfach nicht hierher kommen oder auch wieder zurückkommen und es dauert alles immer ewig und ach je, Mensch, das kostet meistens mehr, als es dann doch einbringt. Und deswegen müssen wir da mal schauen, weil die generische ist natürlich schon sehr wichtig, damit wir halt auch Waren haben, ne, für unser Gewerbe. Und da schauen wir heute mal ein bisschen drüber. Auf jeden Fall würde es mich natürlich sehr, sehr glücklich machen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Gerne natürlich auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt und nichts mehr verpassen möchtet hier rund um City Skylines. Und vielen, vielen lieben Dank natürlich auch wieder hier an meine Kanalmitglieder. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen, vielen lieben Dank für eure mega Unterstützung. Ist nicht selbstverständlich. Und genau, wir haben ja hier, wie gesagt, sehr, sehr viele Probleme mit Stau. Wir werden uns das gleich mal genauer anschauen. Was ich ja doch erstaunlich finde, obwohl ich jetzt auch hier sehe, dass hier ein bisschen mehr Stau ist, aber das ist auch der Rückstau, der dadurch verursacht wird. Normalerweise hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass wir hier an dem Frachthafen sehr, sehr viele Probleme haben werden, aber der läuft eigentlich durchgehend. Also der Stau jetzt hier, der kommt jetzt durch den anderen zustande, aber sonst, wenn der hier nicht wäre, dann würde das auch so laufen. Normalerweise habe ich mir immer die Frachthäfen irgendwo dann komplett zerstört, ne? Also verkehrstechnisch lief da gar nichts mehr. Und ja, dieser Frachthafen, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist nicht schlecht, ne? Muss man doch hier auch mal anerkennen. Genau, aber hier haben wir das Problem. Genau, hier sieht man das. Hier kommen sehr, sehr viele Leute mit rein. Leute wollen größtenteils hier durch, wandern hier weiter und viele Leute möchten natürlich hier über diese Brücke. Viele Leute kehren hier auch zurück. Ne, viele Leute sind auch hier am Bahnhof noch, obwohl sie das vielleicht eher als Abkürzung nehmen, das weiß ich gar nicht. Aber hier läuft alles ein wenig schief. Ja. War mal längere Zeit nicht mehr. Wir sind ja hier eh noch nicht so fertig. Also man sieht, Bäume und so haben wir hier noch nicht platziert. Da müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht angehen. Also wir haben hier doch schon das ein oder andere noch ein bisschen was mal aufarbeiten können. Wir haben sogar auch hier die Straßenbahn, die hier noch endet. Die habe ich gefunden. Die hat sich versteckt. Das ist ein bisschen das Problem, weil ich nicht weiß, wohin ich damit möchte. Ne? Also wohin gehen wir mit dieser Straßenbahn? Das sind so Dinge, die ich jetzt noch nicht so ganz weiß. Ja, keine Ahnung, wie sich das lohnen würde. Ich weiß auch nicht, ob man die irgendwie anders enden lassen könnten. Einfach so eine Schlaufe machen wäre halt, ne, könnte man schon machen, aber dann würde halt das hier alles keinen Sinn ergeben. Da habe ich jetzt noch keine Idee. Auf jeden Fall, was ich gerne mal versuchen möchte, um mal zu schauen, ob es angenommen wird, ja. Man weiß es nicht, deswegen probieren wir das mal. Ich würde gerne versuchen, hier eine kleine Zwischenverbindung mit reinzumachen. Wir machen das mal so. Genau. Immer wieder schön. Gut, ja, hier, ich nehme mal die Notes, sonst haben wir wieder Probleme. Und würden hier dann einfach den Abbieger machen. Jetzt sehe ich halt nicht, ob der angenommen werden könnte. Kannst du mal weg? Habe ich dem die Ladung geklaut? Hier ist gar kein Pfeil. Ach, die Dinger. Achso, der Kreuzer hat keine Pfeile. Ja, nee, das ist super. Freue ich mich. Nice. Cool. Ja, mal schauen, ob das irgendwie angenommen werden könnte. Mal sehen. Weil das ist eine ziemlich simple Verbindung, die man gut mit reinbringen könnte. Jetzt geht das wieder nicht. Benutzer definiert. Stehe. Aha. Interessant.
Hier fließt ja jetzt nicht so viel drüber. Bis jetzt. Dann gehe die hier nämlich durch. Die werden halt hier einspurig, aber ich denke mal, das geht. Ich habe mir das mal angeschaut. Also hier fährt zwar auch einiges drauf, aber lange nicht so viel. Es ist mal nur gucken, dass es halt mal fließen, dass die Leute halt hier auch zu dem Kreisverkehr kommen. Wo sie sich, glaube ich, schon den Weg so suchen, obwohl, ne, das war nicht dafür. Wir haben hier, genau, also unser Hauptauslöser ist halt immer noch die Stelle. Da haben wir halt große Probleme. Die haben wir schon zeitgesteuert gemacht. Ich weiß gar nicht. Wir haben die standardmäßig gelassen, ne? Die standardmäßig. Immerhin. Immerhin, aber man sieht schon so bei den Grünphasen, es ist doch schon überschaubar, was da irgendwie drüber donnert. Da wird wieder gebremst und hin und her und hast du nicht gesehen. Genauso hier. Er hier zum Beispiel bleibt halt auch direkt wieder stehen. Die haben grün. Er bleibt wieder stehen, war klar. Naja, also da kommt gar nichts irgendwie rüber. Ne? An diesen Stellen. Gut. Dann müssen wir mal schauen. Also die von hier kommend, die haben keinen Stau in irgendeine Richtung. Die von hier kommend haben auch keinen Stau in eine Richtung. Niemand hat Stau in eine Richtung. Das heißt, wir könnten die Ampel doch ein bisschen modifizieren. Ich würde hingehen und würde das mal kurz stoppen. Wir fangen mal ganz oben an. Ach, anzeigen ist vielleicht nicht das Richtige. Und wir machen das so. Eins. Zwei. Drei. Dann stehen die zwar länger, aber kommen halt auch besser drüber. Dann würde ich hingehen. Es ist halt überall verkehrt. Ich mache alle Seiten hier komplett auf, damit die halt diesen Stop nicht mehr haben. Ach, und jetzt geht das hier direkt los. Ah, okay. Nee, dann, ach, da geht das wieder mit dem Aufmachen nicht. Das ist jetzt ärgerlich gelaufen. Das ist auch ärgerlich. Okay, das heißt, wir haben uns die Kreuzung gerade dicht gemacht. Das hat sich jetzt aber schlagartig entwickelt. Warum wollen denn alle hier rein? Lass uns mal hier Dinge tun. Hier ist okay, aber hier lassen wir die mal nicht abbiegen. Mach mal einfach mal nicht. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie so geregelt bekommen. Weil hier sieht man schon, dass der Verkehr ordentlich nachlässt durch die große Ampelsteuerung. Jetzt dürfen wir halt uns nur nicht die Bereiche hier drumherum lahmlegen. Das ist so der wichtige Punkt. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. So, weil hier hätte es lahmgelegt. Hier sind wieder so kleine Quadrate, die sich immer lahmlegen. Also wenn die hier rechts abbiegen und zum Beispiel hier dann rechts rein möchten und die hier raus, dann haben wir immer das kleine Quadrat. Deswegen verteile ich das jetzt über die große Straße hier außen mal, dass die Leute, wenn dann, irgendwie so reinfahren können. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie gesagt, die stehen halt im Allgemeinen auch ein bisschen länger, aber es müsste gehen. Die Auffahrt hier, die dürfte auch hoffentlich doch ein bisschen angenommen werden, weil ich weiß nicht, die Leute, die hier über diese Brücke zurückfahren, gehe ich irgendwie von aus, dass die wahrscheinlich zum Freeway möchten. Ja, ist meine Annahme auf jeden Fall. Hier haben wir Leute, die umdrehen. Auch sehr stark. Dürfen die überhaupt irgendwann raus? Hier haben wir noch nichts wirklich geregelt, ist falsch. Genau, die stoppen ja hier. Okay, hier haben wir das, das. Okay, das ist gerade. Da ist jede Spur zugewiesen. Ui, ob die irgendwann rauskommen richtig, weiß ich noch nicht. Ich möchte erstmal den Verkehr, dass der mal nachrückt. Dass das mal funktioniert, dass die Bereiche freier werden, um dann einen neuen Blick darauf zu erhaschen. Weil man sieht schon, es wird länger. Auch hier drüben. Ja, das ging jetzt wieder. Das hat sich jetzt verteilt. Das ist okay. Mal schauen, wie gesagt, ob das damit funktionieren könnte. Vielleicht. Wir hoffen es einfach mal. Und die Sache ist, wie dekoriert man denn wieder hier so ein Industriegebiet? Wir haben hier schon mal ein bisschen angefangen. Mit so Baustellen habe ich hier zwischen reingepackt. Und gut, wir haben hier halt für Müll die Lagerhäuser. Da bin ich, glaube ich, nicht ganz so. Das war nicht so die Glanzstunde, die hätte man nicht machen sollen. Weil die stehen hier jetzt natürlich ungünstig, weil, ja, genau. Das ist halt schon sehr knapp.
an dieser Risikokreuzung, nennen wir sie mal. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das nämlich wegmache vielleicht. Das sind drei Lagerhäuser, ne? Eieiei. Da war ich aber auch großzügig, ne? Wir ziehen um. Ist das hier an so einer Stelle besser, ist die Frage, ne? Weil hier haben wir ja die Einfahrt. Wohin mit den Lagerhäusern? Das ist die große Frage. Wohin mit den Lagerhäusern? Hier hinten? Was haben wir hier? Ach, das ist Müll. Was, wenn wir die Lagerhäuser hier hin machen? Da hätten wir auch Verteiler zu Gewerbe. So, wir nehmen dich mal mit. Tüdelülü. Und packen dich mal hier nebendran. So. Ich finde Lagerhäuser für Industrie mal ganz schön. Um optisch das so ein bisschen aufzuwerten. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich jetzt nicht, aber verkehrstechnisch sollten die anderen Seiten eigentlich ganz gut laufen. Bis auf halt die hier und die kommen hier nicht rüber. Ach, der hat gar keinen Anschluss. Ach, so frech. Hallo? Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber vor ihnen ist eine Straße, Sir. Also. Ja, nee, es könnte vielleicht daran liegen, dass es falsch rum ist. Ja, nee, also. Ihr habt nichts gesehen, alles gut. Genau. Dann haben wir das soweit mal ein bisschen ins Rollen gebracht, hoffe ich. Wäre auf jeden Fall sehr schön, wäre auch sehr dankbar drüber. Wie gesagt, diese kleine, das sieht man ja kaum, das kann man, glaube ich, gut mit reinbringen. Die Straßenbahn, das ist so ein anderes Problem. Die Straßenbahn ist wirklich so ein anderes Problem. Ich könnte natürlich hingehen mit dieser Straßenbahn. Oh ne, könnte ich nicht. Also nicht einfach auf jeden Fall, weil ich könnte das zur Straßenbahn machen, dachte ich, aber das ist, glaube ich, auch nicht so die beste Idee, die ich hatte bis jetzt. Weil ich weiß halt auch nicht, ob das hier verwendet wird. Ja, wieder voll. Na, was haben wir denn hier? Also es ist nicht so viel, wo ich hier unterwegs ist und dann zur Arbeit zu fahren. Das ist halt das, was ein bisschen schade ist. Ich glaube, wir nehmen hier schon ordentlich was raus. Durch diese kleine Zufahrt, das dürfte einigermaßen gut funktionieren. Jetzt ist halt die Sache, dass ich gucken möchte, was man hier vielleicht noch so mit reinbasteln könnte. Wir könnten halt hier, die Dinger, die passen halt überall. Was ist denn das überhaupt? Das ist so ein Sportpark. Weiß nicht, ob die so in das Industriegebiet reinpassen. Aber solche Sachen halt, so Baustellen, das funktioniert halt immer. Ne? Haben wir hier drüben ja schon. Haben wir hier sogar überall schon gebaut. Merkt man schon, dass ich halt einfach nichts anderes als Idee habe, was man in der Industrie mit reinbringen könnte. Aber hier an der Straße möchte ich eigentlich nichts bauen, was dann wieder so viel Verkehr verursacht. Was ist das hier? So eine Baustelle? Ja, gut, ne? Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen das Ganze ausgeschmückt. Das ist ja alles schon. Und dann könnte man nämlich mit den Bäumen hinterhergehen und vielleicht, so wie hier, einfach so ein paar Bäume mit reinbringen. Das sind so Baustellen, die lässt man halt erstmal eine Zeit lang liegen. Man weiß halt nie, wo die so ein bisschen mit reinpassen, ne? Weil das sind ja teilweise schon eher monotone Arbeiten, die man da macht. Und das ist für mich immer schwierig, das dann irgendwo mit reinzubringen in der Folge. Aber jetzt mit dem Verkehr dachte ich mir, okay, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dann einfach auch mal hier ein bisschen hin und her dekoriert. Ich meine, das gehört halt auch mit dazu. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie gesagt, das mit der Straßenbahn, da habe ich jetzt echt noch keine Idee, wie ich die hier mit reinbringen möchte. Weil, ja, wie gesagt, die Straßenbahn, die endet ja da oben noch irgendwo. Ist jetzt nicht wirklich störend. Man könnte sie dort auch wieder abreißen, aber ich habe mir doch schon was bei gedacht. Ich weiß ja nicht, ob die Leute eher mit der Straßenbahn hier in die Industrie fahren würden. Wenn ich jetzt so schaue hier. 92, hier ist halt echt nicht viel los. 58, das ist auch, war vorher auf 55. Schauen wir mal, was ist denn hier so los? Das ist ja nur mit dem Bereich verbunden. Das darf man jetzt natürlich auch nicht, ne? Also, das ist jetzt nur mit dem Bereich verbunden. Hier ist alles leer.
schon ein bisschen was, ne? Schon ein bisschen was, was kommt jetzt hier? Kommt hier von der Richtung auch ein bisschen was hierher? Wahrscheinlich nicht, weil da drüben ja keiner wohnt, glaube ich, ne? Ja. Bisschen was, ja. Vereinzelt. Nee, ich lasse das. Ich mache die Straßenbahn, ich reiß die ab. Ich lasse sie hier nicht mehr weiter verlaufen. Das ist einfach nicht nötig. Die Straßenbahn, wie sie jetzt ist, läuft ganz gut. Können wir es so belassen. Jetzt haben wir hier diese Bereiche. Da ist ja halt auch noch nichts wirklich passiert. Hier ist halt auch noch nicht wirklich was passiert. Hier haben wir so... Auch interessant, ja stimmt, hier haben wir so dieses kleine Wohngebiet gemacht. Soll ich hier ein Gewerbegebiet reinmachen? Gewerbe brauchen wir eh, obwohl Wohnungen momentan doch schon ein wenig mehr sind. Zu wissen. Das alles mit der Straße. Machen wir hier so ein kleines Gewerbegebiet noch rein, würde ich sagen. Stört ja jetzt hier nicht. Wie gesagt, verkehrstechnisch habe ich hier länger nichts gesehen, dass es Probleme gemacht hat. Und die generische ist ja auch hier nebendran. Da kriegen wir die Bereiche mal ein bisschen gefüllt. Ah, das mal so. Das ist so eine coole Idee. Ich glaube nicht, oder? Ich habe mal ein bisschen mehr Gewerbe. Mach das mal von dieser Bushaltestelle ungefähr ab. Dann wird die Station vielleicht auch ein bisschen mehr genutzt. Der Gewerbe, das ist ja eh was, was wir nicht so viel haben. Wir haben hier direkt auch eine Auf- und Abfahrt dann zum Freeway. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, der Bereich sollte ein bisschen gehen. Und hier drüben... Da habe ich jetzt halt nichts, was ich irgendwie machen kann, ne? Hab halt hier wieder meine Idee mit meinem Turm. War es dann aber auch schon wieder. Aber die Idee ist cool. Er hat nur keinen Strom. Ja gut, das habe ich aber letztes Mal auch schon. Warte mal. Was sind das alle upgraden dadurch? Aber naja, macht ihr mal. Das letzte Mal schon so gemacht. Dann hat der nämlich Strom. Machen wir hier einfach ein bisschen Wald drumrum. Ich wüsste es halt nicht, so ein Gebiet hier aufzubauen, hier zwischendrin. Das würde ich nicht machen. Was gradet denn hier alles ab? Ich meine, es ist ein Turm, Leute. Habt ihr noch nie einen Turm gesehen? Das ist jetzt nicht so speziell, also, ne? Weiß ja nicht. Ja, ist nach wie vor, also es hat sich hier schon aufgelöst, aber es entwickelt sich wieder in die gleichen Richtungen. Schauen wir mal. Bin ich echt gespannt. Okay. Jungs, ganz ruhig. Was ist denn hier los? Ist ja Wahnsinn. Okay, die graden alle ab. Guck dir das mal an. Ich habe einen Turm gebaut und die graden alle ab. Das ist ja voll toll. Brauche ich nochmal so einen Turm? Pass mal auf, jetzt graden die hier auch alle ab noch. Oder? Lag das jetzt nicht am Turm? Auf was habe ich sonst gebaut? Nö, hab sonst nichts gebaut. Macht der Turm. Werdet alle hier groß und stark. Ah. Das hat es jetzt nicht so gebracht, der Turm da drüben. Interessant. Was habe ich denn, was ich hier hin platzieren könnte für euch, damit ihr vielleicht ein bisschen upgraden? Tankstelle? Ja, das ist jetzt natürlich... Ja, Mensch, das hat sich ja... Ah, doch. Entwickelt sich. Okay, also der Turm, der drüben, der hat mich jetzt doch ein bisschen verwundert.
Naja, ihr kriegt das hin. Ja. Und wenn man sich das anschaut, hat man hier jetzt bis jetzt nicht unbedingt was verändert, ne? Die kommen halt nach wie vor hier nicht durch. Das ist halt das, da passiert nicht ganz so viel. Obwohl der Stau, also die Bereiche von drinnen, die mittlerweile auch wieder freier sind, die sind jetzt, könnten einiges verändern vielleicht. Das sind halt lange Grünphasen jetzt hier. Das sind lange Grünphasen. Das müssen wir vielleicht nochmal nacheinstellen, wenn es dann verkehrstechnisch mal sich so ein bisschen eingependelt hat. Normalerweise ist das halt die Idee für, wenn man jetzt wirklich von allen Seiten richtig viel Verkehr durchgehend hat, da kann man das ganz gut irgendwie immer gleich einstellen. Und mit jeder Grünphase halt die Straße wirklich mal ein bisschen entleert, aber hier ist das ja doch unterschiedlich. Aber wie man sieht, also kommt es auch immer wieder zurück. Also staut sich es auch wieder an den Ampeln. Ich meine, die Grünphasen, die dürften doch passen. Wir haben halt nach wie vor das Problem von hier oben. Hier parken Leute, oder? Ihr parkt nicht wirklich hier. Na, erzähl mir das. Oh, nö. Ja, die schießen halt hier durch. Oh, weiß ich jetzt halt nicht. Der Stau ist weg. Das hier ist besser in den Bereichen. Ja, ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiterer Weg. Aber das finde ich interessant hier. Wir haben halt auch die Linksabbieger hier. Brauchen wir nicht. Ah, das können wir halt nicht machen. Das sind rein die Rechtsabbieger. Es ist für euch natürlich doof gelaufen. Ist die Leute hier? Wenn ich hier durchfahren lasse, dann drehen die hier wieder irgendwo. Okay. Mal schauen. Weil normalerweise müssten die jetzt hier auf die Nebenspur gehen, um dann richtig abzubiegen. Gut, die drehen jetzt hier um. Das wird erstmal hier ein bisschen Chaos verursachen, aber ist nicht schlimm. Da ist ja eh momentan nicht viel Verkehr. Genau, normalerweise ist hier ja nichts zugewiesen und die Leute dürfen dann ganz gemütlich auch auf die Spur gehen. Wie das machen, ist die andere Frage. Weiß ich jetzt halt nicht, ne? Sieht irgendwie nicht danach aus, aber sie fahren auf jeden Fall anders. Aber ja, dann blockiert sich das nicht mehr. Da nutzen die hoffentlich die Grünphase auch ein bisschen mehr. Gerade um geradeaus zu kommen. Also Linksabbieger haben wir anscheinend da doch nicht so viele. Dürfte sich das nämlich hier nicht mehr stuck fahren. Hoffe ich auf jeden Fall. Der Rest kann dann so nach und nach ein bisschen nachrücken. Ja, wie gesagt, besser wird schon. Also finde ich. Es hat sich schon ein wenig in eine gute Richtung entwickelt. Vor allem, dass es jetzt hier mal ein bisschen gefüllter auch aussieht. Gefällt mir ganz gut. War lange überfällig. Unser Green Cities Bereich hier. Der ist mittlerweile auch ziemlich gut vorangeschritten. Wir haben noch nicht alles bebaut. Ah doch, tatsächlich. Es ist wirklich alles hier bebaut. Ach schön. Das finde ich schön. Und wir machen sogar Geld. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Wir machen sogar Geld. Glaubt man kaum. Wir und Geld? Nee, aber das sieht gar nicht schlecht aus. Und genau, das heißt, man könnte irgendwann hier, jetzt haben wir mittlerweile die Nachfragen wieder ein bisschen eingependelt. Das heißt, die Wohnnachfrage ist auf jeden Fall auch wieder da. Es geht dann wieder vorbei, voran, ne? Weil wir hatten jetzt lange Zeit die Wohnnachfrage nicht. Oder kaum, da wollte ich halt nichts machen. Diese Stellen, weiß nicht, wie ich das beheben kann. Also hier wäre dann auch irgendwo der Ausbau möglich. Da könnte man hier ein großes Wohngebiet auf die Beine stellen. Ja, doch. Nee, das wäre, glaube ich, ganz cool. Und dann wäre das hier soweit auch durch. Wir lassen das, glaube ich, aber mit dem Anschluss von hier.
Dann dürfen wir hier nur Wohngebiete machen. Ich habe überlegt, ob ich den woanders noch anschließe, aber ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Nicht, dass sie den Weg halt irgendwie als Abkürzung oder irgendwas nehmen dann. Wo ich das eher nicht glauben würde. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das haben wir soweit ja vorbereitet, den Bereich. Das sieht auch echt schick aus. Ne? Gerade jetzt hier mit diesen Landzungen, die halt hier so ein bisschen gefüllt sind. Mit Green Cities. Finde ich ja persönlich immer echt eine sehr, sehr hübsche Sache. Ja. Kann sich sehen lassen. Müssen natürlich, wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren. Hier drüben, der Bereich, der ist halt auch noch, wo wir weiterbauen müssen, damit wir halt für den 13. Dezember gewappnet sind. Also für euch wird das später kommen, aber für mich. Das ist ja nervig, ey. Immer diese Stellen hier, die mittlerweile so angezeigt werden. Dass man hier den Finanzdistrikt hinmacht. Hier vorne war das ja geplant. Also die eine Ausfahrt brauchen wir noch und wahrscheinlich sogar nochmal eine. Weil ich glaube nicht, dass ich diese Ausfahrt hier... Oder ich kombiniere sie. Mache hier so eine doch eine größere Ausfahrt, die aber dann in den Finanzdistrikt geht. Und halt auch hier ein bisschen für die Ölindustrie, für diese Randindustrie nenne ich es mal, dann zuständig ist. Mal schauen, weil das hier soweit funktioniert ganz gut. Geldtechnisch. Zumal, ja, es ist jetzt nicht so viel, aber das wird hoffentlich noch. Ja, ich denke mal, das sollte gut hinhauen. Das sind so ein bisschen die Pläne, die ich jetzt habe. Für mich war es jetzt hier in dem Bereich wichtig, dass hier dieser extreme Stau, der ja wirklich dann auch schon bis hier zum Frachthafen ging, dass das mal gelöst ist. Und wie man sieht, ist es gelöst. Wir haben hier den Stau noch. Der bleibt noch. Man könnte halt hingehen und könnte die halt hier nur rechts rausfahren lassen. Mache ich jetzt aber mal nicht. Ich denke mal, das dürfte sich einkriegen, wenn der Stau hier, wenn dieser Verkehr nachgerückt ist. Ja, werden wir dann sehen. Werden wir dann sehen. Obwohl, warte mal. Wie ist denn das hier? Die wollen alle hier links. Ah. Wir könnten das mal so machen. Ich denke nicht, dass sie direkt wieder raus möchten. Das hier machen wir auf jeden Fall mal so. Mal schauen. Ja, wenn die hier stehen bleiben, an diesem Zebrastreifen, dann können die nämlich komplett rausfahren in der Zeit. Das müsste funktionieren, weil jetzt, pass auf, kommt der Stau hier und jetzt halten die ja hier, wenn das halt funktioniert. Und jetzt könnten die hier, wenn sie irgendwann Bock haben, könnten die rausfahren. Ja? Ob das jetzt hier besser funktioniert, weiß ich nicht. So viel fahren da doch nicht raus, aber es sind mehr als davor, weil davor wollten die alle auf die gleiche Spur. Das Problem, was wir haben werden, ist, dass genau, dass sie halt hier direkt wieder rüber möchten. Schwierig. War das vielleicht nochmal einmal so? Wir müssen hier den Wechsel zulassen. Und ich sage, eigentlich müssen wir das nicht, weil die Leute hier auch in beide Richtungen kommen. Laut Pfeile. Müssen wir nicht, weil die haben die Möglichkeit. Die haben die Möglichkeit, ja. Aber dass die von hier kommen, die von rechts, dass die halt meistens irgendwie links abbiegen möchten, so, das ist klar, finde ich. Ja, weil hier die Industrie, das ist halt der beste Anschluss dann für die Outside Connections. Aber das hier müsste ja wirklich so funktionieren. Wie gesagt, genau, die können ja links, die können auch rechts. Das ist halt dann beidspurig. Das ist okay, finde ich. Ja, mal schauen. Was haben wir jetzt hier? Okay. Ja, schwierig. Deswegen hatten wir hier, glaube ich, die Ampel, damit sich das so regelt, damit die halt auch rauskommen. Na, die kommen echt nicht gut raus. Ich hoffe halt wirklich, dass der Verkehr von hier, und das wird ja viel, viel weniger, dass der halt dann irgendwann durchkommt. Was haben wir denn hier noch? Wir könnten hier nochmal kurz drüber schauen. Ah, hier würde ich die Ampel halt auf jeden Fall auch lassen. Machen auch auf jeden Fall die zeitgesteuerte rein. Na, zeitgesteuert ist halt einfach der Weg. Das ist halt, also...
Wie die hier teilweise stehen. Wundert es mich nicht, dass sie hier nicht fahren dürfen. Aber die müssen fahren, damit die hier rechts weiter rauskommen, ne? Ach Mensch, diese Olafs immer. Dass die halt einfach auch nicht irgendwo mit ihrem LKW zurechtkommen, ne? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Genau, und hier haben wir halt dann die Direktzuweisung. Und deswegen ordnen die sich halt hier in dem Fall an der Kreuzung wahrscheinlich schon ein bisschen eher ein. Ich werde hier mal das gerade machen. Ich hoffe, dass sie besser reagieren. Nicht, dass sich irgendwo im Weg hinstellen. Das wäre super. Ja, auf jeden Fall sehr hilfreich, damit es auch mal fließt. Ja, aber es ist ordentlich zurückgegangen. Es ist sehr, sehr ordentlich zurückgegangen. Sehr cool. Nö, das freut mich. Bei dem schauen wir dann mal, ob sich das hier bessert, damit der Bahnhof natürlich auch wieder ein bisschen freier wird. Und dann schauen wir mal, ob das hier der Rest sich halt auch noch auflöst. Aber das ist eher so das kleinere Übel. Ich hatte jetzt aktuell nur ein bisschen Sorge, dass halt auch Wohngebiete und andere Bereiche sich lahmlegen könnten. Und ja, das haben wir jetzt soweit ein wenig unterbunden, würde ich sagen. Genau, muss auch mal wieder sein. Haben wir mal wieder hier ein bisschen rumgebastelt. Mit wenig Umbau eigentlich. Aber immerhin haben wir so Gebiete jetzt auch mal wieder ein bisschen fertiggestellt, was ich auch immer ganz schön finde. Und beim nächsten Mal gehen wir wahrscheinlich auch wieder ein bisschen an die Ölindustrie. Aber solche Sachen gehören halt zu einem No-Despawn-Projekt auch dazu, ne? Und einfach ein bisschen Regelung, ja. Genau, wie gesagt, wird ja im Titel ein bisschen verankert sein. Das heißt, die Leute können ja entscheiden, ob sie da Interesse dran haben, sich sowas anzuschauen oder nicht. Ja, in dem Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst die Bewertung nicht, hinterlasst gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht, hier in Blue River. Haut rein, bis dann, macht's gut und ciao.